MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Ein herzlich willkommen hier zurück zu Let's Play Far Cry 3, hier im epischen Let's Play. Einmal vor die Tür gehen und erstmal durchatmen, die gemütliche Luft hier genießen und ja. So, dann schauen wir mal. Was ist denn unsere aktuelle Aufgabe? Mal gerade schauen, wo uns die Karte hinführt. Gesucht Todaufgaben. Okay. Übergabeaufgabe. Was haben wir hier? Gesucht Todaufgabe. Da vorne also. Okay. Die Waffe gefällt mir irgendwie. Ein Schweinchen. Oink, oink. Grunz, grunz. Genau. Du bist cool. Ich mag dich. Ja. Wenn du mich noch durchlassen würdest, wärst du perfekt. So, okay. Gut. Nehmen wir unser Auto da hinten mal. Ups. Einmal über das Schwein gejumpt. Und einsteigen. So, dann fahren wir mal los. Hoppala. Achtung, Schwein, ich mag dich nicht überfahren. Du bist cool. Nächste Mission ist, sprich mit Dr. Earnhardt. Was haben wir denn hier für Aufgaben? Moment, die will ich mir aber mal kurz durchlesen. Ein Pirat wildert in der Nähe einer heißen Quelle. Ehre die Tradition und töte ihn mit dem Messer. Okay, machen wir. Was haben wir hier? Ah, nichts. Gut. Wo haben wir den denn? Da rechts von uns. Dann schnappen wir uns den mal. Coole Musik auf jeden Fall. Ganz chillig. So, einmal durch den Wald, würde ich sagen. Oh, 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 oh. Wow. Jetzt geht's aber los hier. Wir haben nicht mehr viel Muni. Oh. Scheiße, hätte ja klappen können. Ich war noch nicht tot, oder was? Hilfe. Die Mission haben wir auf jeden Fall erfüllt. Das heißt, jetzt abhauen, komm. Rückwärtsgang und raus hier. So. Abflug. So, wunderbar. So, jetzt heißt es erstmal nachschauen, wo wir lang müssen. Ich glaube, wir müssen zum Anfangsdorf zurück, so wie das aussieht. Boah, was geht hier ab? Achtung! Wow, ist okay, Jungs. Haut rein, macht's gut. Ich bin mal weg. Ist ein halber Bürgerkrieg da vorne. Wahnsinn. Aber da. Hier ist auf jeden Fall deutlich mehr Action drin. Kurz hier parken. Als in dem Vorgänger. So, die Küste plündern wir natürlich. Oh, göttlich, Munition. Sonst ist hier nichts. Hier ist noch eine Kiste. Mal $31. Geld ist natürlich immer gut. So, dann ist hier vorne wahrscheinlich noch eine Kiste, oder? Nein, nicht. Hier irgendwo? Hier? Ah, hier. Genau, wunderbar. Kaputter Teddybär. So, was haben wir denn hier? Ein Pirat tötet zwischen hier und Dr. Earnhardts Haus Unschuldige. Töte ihn mit einem Messer. Machen wir. Okay. Erreiche den angegebenen Ort. Machen wir. Mal vorsichtig zurücksetzen. Und Vollgas. Scheiße. Leute, wir wurden gesehen, glaube ich.
Ihr Idioten. Jetzt bist du dran. Okay. Wenn du nicht kommst, muss ich dich holen. Wunderbar. Die sind Geschichte. Wow. Das war ein bisschen tief, glaube ich. War aber auf jeden Fall geil. Komm, irgendwas hast du bei dir. Gold? Das war jetzt nicht so meine Begierde. Ich wäre eher auf eure Munition aus gewesen von den Waffen, aber naja. Kann ich mir jetzt ausschenken. Jut. Eure Waffen sind nicht mehr hier am Liegen. Tja. Das passiert halt, wenn man die Straße unterschätzt. So, wir laufen da aber lieber durch den Dschungel. Reiche den angegebenen Ort. Was ist da hinten? Kleines Fest. Oh, hier geht's ziemlich tief runter. Gehen wir lieber hier vorsichtig runter. So. Einmal über die Straße. Und wieder direkt in den Dschungel. So. Affen. Das ist unser Dorf. Ja, genau. Ah, fuck. Oh, Mann. Ja, wir können aber mal kurz hier... Irgendwo war das doch. Hi. Guten Tag. Kann ich auch bestimmt verkaufen? Ja, wunderbar. Schnellverkauf. Okay. So, außer die Blätter und so haben wir jetzt behalten. Munition, MPs. LMG, / Maschinengewehre. Was haben wir da? Naja. Können wir uns eh nichts von leisten. MPs. Moment mal, wir haben noch eine kostenlose Waffe immer. Richtig, genau. So, vergleichen zur aktuellen. Ist die Schusssequenz schlechter, der Schaden aber höher bei der AK. Okay, dann nehmen wir Munition mit für die AK. Einmal das Inventar auffüllen. Ist einmal Sturmgewehrmunition, Molotow, C4 plus Fernzünder und zwei Minen. Okay. Funktürme online. Ohne die kann ich nichts aus den abgelegeneren Dörfern bestellen. Und glaub mir, die haben genau die Ausrüstung. Wunderbar. So, das wäre auch da hinten lang. Jetzt müssen wir nur gucken, wie wir da hinkommen. Wow. Ich wäre relativ unentdeckt dorthin. Ah, da kommen wir nicht hoch. Das ist zu hoch. Hier ist es verdammt ruhig. Kamerad, nicht so eine tolle Auflösung. Wow, 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 wow. Glück gehabt. Das war Glück. So. Dann mache ich immer ein Foto. So, mal das Haus durchsuchen. Bisschen Knete, wunderbar. So eine Kiste. Okay. Wir werden nach vorne lang gehen. Über den Berg, auf der rechten.
So, den Ort haben wir jetzt erreicht. Ein Hund. Hunde sind nie gut. So, was müssen wir machen? Den Anführer, glaube ich, mit dem Messer töten, so wie ich das gesehen hatte. Drei Mann. Da ist doch noch einer. Vier Mann. Davon muss er mit dem Messer getötet werden, glaube ich. Soviel ich das in Erinnerung habe. Gerade schauen, gibt es hier irgendwie eine Möglichkeit? Aktuelles Ziel. Ich bin total nervös. Ich brauche unbedingt einen Schuss. Okay. Du musst ein Messer benutzen. Okay. Was ist jetzt passiert? Ist jetzt ein Witz. Och. Nein. Raus. Hallo? Ach, da die Tür. Okay. Coole Angelegenheit. Wo sind wir? Hier. Oh, hier sind wir noch weit weg. Okay, Leute, ich würde sagen, das war's in diesem Part. Mein Name ist Herbert von GamerTV. Ich hoffe, die Folge hat euch dennoch gefallen. Wir sliden einmal durchs frisch gemachte Bild und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Leute.